und legte ihn in sein eigenes Grab, welches er hatte lassen in eines Fels hauen, und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber da Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich wegen des Grabs. Des anderen Tages, in der Folge nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Gingen hin und verwahrten das Grab mit Hütten.